Servus Leute, willkommen zurück zu Terranigma. Ja, ich gehe nochmal dahin zurück, wo ich letztes Mal war. Mit diesem komischen Schloss da. Da. Weil da war ja ein Weg frei. Da will ich hingehen. Ja, lieber nicht da reingehen in die Säure. Ich bin ein kleines bisschen angepisst wegen einer Aussage, die neulich jemand mir gegenüber geäußert hat. Aber ich werde nicht, wie ich es in A Link to the Past gemacht habe, meinen Frust und Zorn freien Lauf lassen, sondern... Also nicht hier im Video freien Lauf lassen, sondern werde zumindest für das Video versuchen, kompetent zu bleiben. So. Ja, Spinnen, muss das sein. Und ich habe... Ja, die letzten... Ah, stimmt, das sogt mich hier an. Ich habe die letzten... Moment. Vorgestern habe ich aufgenommen. Sage ich gleich was. Dann gestern nichts. Und heute, also vor ein paar Stunden. Ah, Skeleton. Nämlich... Das war knapp. Eines meiner zukünftigen Projekte, Shadow of Rome, das gemeinsam mit... Zelda. Oh. Breath of the Wild starten soll. Ja, geil. Das gemeinsam mit Zelda Breath of the Wild starten soll. Ja, wusste ich doch. Sah schon so verdächtig aus. Und ja, Shadow of Rome nehme ich im Voraus auf. Damit ich es immer droppen kann. Der Opal lag. Was? Ich hatte L2 gedrückt gehalten. Deswegen habe ich den Text irgendwie geskippt, wegen. Weiß nicht, wusste, oh Mann. Egal, ich habe Opal. Ja, Shadow of Rome nehme ich im Voraus auf. Und Zelda Breath of the Wild wird dann nicht im Voraus aufgenommen. Das Gute ist, bei Breath of the Wild kann ich dann auf die Tipps eingehen. Das Schlechte ist, sollte mit mir mal was sein, zum Beispiel, dass ich keine Zeit habe, dass ich krank werde oder verpenne oder irgendetwas, dann gibt's kein Breath of the Wild. Naja, egal, ich habe noch mehr als genug andere Videos, also müsst ihr euch nicht auf Breath of the Wild fixieren. Ja, da war ich vorhin. Also, das heißt vorhin. Das letzte Mal. Das war nicht vorhin. Ja, Burgmauern entlang gehen. Ich gehe doch auf der anderen Seite, weil da oben ist, habe ich gerade gesehen, eine verschlossene Tür. Ja, und wie gesagt, ich habe Shadow of Rome verflucht, verschlossen. Shadow of Rome im Voraus aufgenommen. Mittlerweile sind es 10 Folgen geworden. Also, es wird richtig krass, also, aber das Spiel ist auch richtig krass. Geizt nicht mit Blut und Bösartigkeiten, ist aber auch mindestens genauso geil. Okay, alles verschlossen. Außer, falls ich hier in dem Spiel mal wirklich dauerhaft hängen sollte. Und rein zufälligerweise irgendwer keine Lust hat, mir zu helfen. Dann, ja. Wenn zum Beispiel Hedy sagt so, nee, jetzt soll der Wolf mal alleine suchen. Dann werde ich ihn alleine suchen. Das ist dann auch nicht so schlimm. Falls ich dann wirklich irgendwann dauerhaft 3 Stunden oder so festhänge. Gibt es ja immer noch Walkthroughs oder Let's Plays, die ich mir ansehen kann. Also, ist nicht so, dass ich verzweifeln würde, nur weil irgendjemand mal sagt so, ach nee, den Wolf, den helfe ich nicht. So, es gibt immer einen Ausweg. Oh nein. Ja. Ja. Ein Schild, das ist umsonst. Triff ihn doch. Ja. Was, du hast mich getroffen? Egal. Rüstungskammer hier. Turmschlüssel. Ah, da war ich doch gerade eben. Meine Augen brennen. Aber ist auch irgendwie nicht verwunderlich, wenn es 6 Uhr morgens ist. Eispickel. Und ja, es ist gerade 6 Uhr morgens. Warum nehme ich um diese Uhrzeit auf? Ich hatte noch Shadow of Rome aufzunehmen, nicht wahr? Weil Shadow of Rome geil ist. Plus 3. Kalter Hauch des Todes. Ja, wenn das nicht böse klingt, dann weiß ich auch nicht. Sieht das aus? Ja, blau. Wie soll es denn sonst aussehen?
bisher habe ich diesem Spiel hier gegenüber nichts Negatives zu verlieren. Zumindest noch nicht. Ich meine, wirklich rausstechen aus den RPGs tut das auch nicht, weil es gibt bessere RPGs. Wenn man sich nur so Planescape Torment anguckt, aber ja gut, es ist auch ein bisschen unfair, so ein Spiel wie Terranigma gleich gegen eines der besten RPGs der Welt antreten zu lassen. Also Planescape Torment. Ich habe zumindest gelesen, lass mich in Ruhe, dass Planescape Torment eines der besten RPGs der Welt sein soll. Das aus. Ah, dunkel. Wolf, sieh dir das an. Was machst du da drüben? Was ist das für ein merkwürdiger Mechanismus? Vielleicht dreht es sich, wenn man dagegen tritt oder die Wand schiebt. Sieht aus, als ob es Stacheln wären. Da haben wir ein paar Ketten. Moment, ich muss das mal... Oh. Nein, jetzt bin ich hier unten. Weg da. Du auch. Wusst ihr nicht, dass ich gleich so tief falle? So, blöd gesagt, ich wusste nicht, dass man da generell runterfallen kann. Weg da. Scheiß Spinne. Ja, Geld ist immer meins. Immer gut, wollte ich sagen. Geld ist meins und Geld ist immer gut. Aber irgendwie kam dann Geld ist immer meins raus. Alles Geld der Welt gehört mir. So, schauen wir mal. Ich kann nicht angreifen. Doch, jetzt kann ich angreifen. Da steht eine 1 drauf. Okay, ich kann darauf rumgehen. Da kann ich nicht angreifen. Ich kann da nicht rauflatschen. Ich kann es nicht blenden. Es muss doch einen Sinn haben, dass ich ihn nicht angreifen kann. Ach, ich guck's mir später an. Ich guck jetzt erstmal weiter die Türme da oben. So, wegen Thema RPGs. Ich habe ja schon ein paar RPGs gezockt. Und ich muss sagen, bisher, ich meine gut, ich weiß nicht, wo ich bei Terranigma gerade bin. Vielleicht bin ich immer noch am Anfang, deswegen ist die Einschätzung ein bisschen blöder. Aber bisher ist Terranigma gar nicht mal, sticht Terranigma gar nicht mal so heraus, weil Divine Divinity war besser. Planescape Torment ist logischerweise besser, wobei Planescape Torment bin ich nicht mal noch anständig zu Ende. Bin gerade mal bei Part, wie viel? 25? Ein Schlüssel, ja toll! Auf wäre ich nie gekommen, Sherlock Holmes. Ah, kann ich wieder raus? Bitte? Ja. Ah, gut, gut, dann sperre ich die andere Tür auch schnell auf. Divine Divinity ist besser. Was wollte ich jetzt sagen? In den RPGs, ja. Wenn ich die Zelda-Spiele auch zu richtigen RPGs hinzuzählen würde, dann... Obwohl... Komm, ich lasse den Schluss, das ist doch egal. A Link to the Past wäre schlechter als Terranigma. Weil von A Link to the Past habe ich nicht nur aufgrund von schlechten Ereignissen, sondern auch generell, weil A Link to the Past irgendwie gar nicht mal so gut ist, wie viele Leute sagen. Nein, nee, ich drücke mich lieber normal aus, weil ansonsten haten mich wieder alle Leute, weil sie es nicht verstehen. A Link to the Past mag kein schlechtes Spiel sein. Seinerseits vielleicht auch ein richtig geniales Spiel, aber irgendwie ist es nicht so gut, wie die Leute gesagt haben. Wahrscheinlich wegen des für mich fehlenden Nostalgiefaktors, weil ich nicht damit aufgewachsen bin. Ich meine, was mache ich mit einem
Was mache ich mit einem Spiel, wo viele Leute sagen, boah, das hat so einen Nostalgiefaktor, so geil. Und für mich hat es überhaupt nichts Nostalgiemäßiges an sich. Das war die Kombi der Spinne und des Skeletts. Aber man muss auch sagen, dass ich früher auch Illusion of Time besessen habe. Für Super Nintendo als Original und ich habe das Spiel nach kurzer Zeit wieder weggegeben, weil es einfach stinklangweilig war. Und nicht nur ich empfand, sondern meine Brüder ebenfalls. Also sind wir schon zu viert. Vier Personen, die Illusion of Time stinklangweilig finden. Also kommt das nicht von ungefähr. Ja, das wollte ich nicht. Aber gut, hat er Schaden genommen. Wobei man sagen muss, meine zwei Drillingsbrüder haben fast denselben Videospielgeschmack wie ich. Fast. Ich habe da den ausgeprägteren, sage ich mal. Also den, der andere Spiele mehr akzeptiert, sowas wie Tekken. Und selbst ich habe das Illusion of Time nicht wirklich akzeptiert. Dann haben wir noch einen anderen Bruder, aber der hat das Spiel generell bocklangweilig gefunden. Also liegt es jetzt an uns oder liegt es am Spiel? Das ist ja von Super Mario Land 2 auch gesagt worden, boah, so geil. Und am geilen Spiel stelle ich mir was anderes vor. Sowas wie Planescape Torment oder Twilight Princess oder Shadow of Rome. Das ist für mich ein geiles... Also das sind für mich geile Spiele, aber... Naja, egal. Das ist alles Diskussionsstoff, da kann man sich drüber streiten. Viele verstehen wohl meine Meinung sowieso nicht. Sowas wie Monster Max. Für mich ist Monster Max ein absolut hammergeniales Spiel. Wegen des Nostalgiefaktors. Wenn irgendjemand, der nichts mit dem Spiel zu tun hat, der noch nie was davon gehört hat, und davon gibt es einen ganzen Haufen Leute, wenn der das zockt, der stempelt es bestimmt als ein Scheißspiel ab. Geh jede Wette ein. Aber naja, das war's. Hä? Wir sind ziemlich hoch oben. Mir wird schwindelig. Du kannst schweben, also. Schau, die Wand des Turms auf der anderen Seite. Das Drachenauge leuchtet in der Wand. Sicher wertvolles Juwel. Und wie komme ich da hin? Super! Doch wie komme ich auf die andere Seite? Soll ich wie ein Huhn durch die Luft eiern? Ein Huhn kann nicht fliegen. Ich musste das leider durch eine schmerzliche Erfahrung feststellen. Bingo. Ich werde dich anschubsen, damit du vom Fleck kommst. 3, 2, 1, los! Aha. Irgendwie doof. Auch wieder so eine Sache, für die man mich verurteilen kann, aber irgendwie war das blöd. Du verpasst jetzt im Auge der Schlangenskulptur. Ach so, ich bin doch so blöd. Ein Opal ist ja auch ein Edelstein. Stimmt ja. Und ich habe den Opal schon eingesammelt. Ein Opal hat welche Farbe normalerweise? Rot? Rosa? Ein Amethyst ist ja normalerweise rosa und ein Rubin ist rot und ein Topaz ist normalerweise gelb, aber gut, die können auch alle verschiedene Farben haben, also. Naja, egal. Lass mal, sonst laufe ich hier noch länger. Moment, im linken Turm war ich. Ich war im linken Turm gerade, das heißt, jetzt muss ich in den da. Ihr nicht Skeletons. Ja, da ist ein Dicker. Ja, weiter angreifen. Jetzt ist er verloren. Ahahaha. Geile Technik. Technik. Nicht darüber balancieren. Oh, da ist überall Säure. Skeleton. Du bist nicht Jack Skellington. Er explodiert. Hast du Geld? Nee. Das sind die Säurefälle. Das sind die Niagara-Säurefälle. Ich glaube, ich muss darüber, oder? Ja. Oh.
Meiner. Schön, schön. Ja, schön, dass ich mir einen Knochen ins Gesicht hauen lasse. Oh, und ins Ohr. Ja, das tat gut. Ich muss ja hören, ob die Knochen noch hohl sind. Knochen? Egal, ich laber schon wieder irgendwas daher, das keiner versteht. Und schon habe ich wieder einen Knochen ins Auge bekommen. So ein Knochensplitter ins Auge, ey, das muss ja total schmerzhaft sein. Muss man doch erblinden. Der Knochenkopf da geht mir gewaltig gegen den Strich, weg da. Ja, lass Geld liegen. Nee, natürlich lässt er nichts liegen. Ich will den Knochen haben. Knochen? Nee, Abwehrelixier. Nur Abwehrelixier, kein Knochen. Lame. Was macht das da? Was macht das denn? Hört das meine Verteidigung? Ja, war klar. Dann sauf ich das mal. Verstärkt um 1. Oh, lala. Diese Statue nicht. Hat diese Statue nicht irgendwas im Mund? Sieht ziemlich bissig aus. Ja, komm. Ist doch ganz egal. Ein oder zwei Arme. Ja, genau. Seine Hand tief in den Mund der Statue. Aha. Ist die Säure jetzt weg und stattdessen Wasser? Oder wie darf ich das verstehen? Könnte durchaus sein. Ah, der ist ja wieder da. Da wollte er mich erschrecken, der Knecht. Der Knecht Ruprecht. Also, Moment, selbst wenn ich habe jetzt einen Opal, einen Topaz. Habe ich noch einen Edelstein? Kann ich das nachgucken? Da, Schatulle. Nein, Zauberschatulle. Egal. Weg mit euch. Der fischt mich da ab mit seinem Knochen. Weg da, Spinne. Ich hasse Spinnen. Hallo. Geht's mal rausgucken, ob die Säure sich in Wasser verwandelt hat. Wie auch immer das möglich sein soll, aber hey. Ich bin ja auch ein Wolf, ich spiele ja auch Terranigma. Oh, Tatsache, da oben ist was Blaues. Ist das ein Saphir? Spiegelbild der Statue verrät das Versteck des Saphirs. Ah! Ja, damit. Da hätten wir jetzt 3, glaube ich. Ich will hier raus. Danke. Ein Opal haben wir, ein Topaz haben wir, ein Saphir haben wir. Fehlt nicht noch was? Wow. Moment. So will der seine Augenschein zu fehlen. Saphir, Opal. Topaz. Woher soll ich jetzt wissen, welcher wo eingesteckt? Welcher. Nein, will ich nicht. Was soll ich jetzt wissen, welcher wo reingehört? Der nicht, der nicht, der nicht, der nicht. Oder nochmal anlabern. Eins. Zwei, drei. Fehlt doch noch irgendwas. Vielleicht erst, wenn ich alle habe. Wie viel heilt das nochmal? Ach komm, ich esse es einfach. Yeah. Werde ich mich noch ein bisschen umgucken, denn ein Edelstein fehlt doch noch. Nur wo der jetzt genau ist. Ich habe keine Ahnung. Aber das macht ja nichts. Denn ich werde jetzt herumrennen, werde nach dem Edelstein suchen. Und wenn ich in 10 Parts hier immer noch hocke, dann gucke ich in der Lösung. Hahaha. Ha, ha. Ich
würde gerne die Truhe da hinten haben. Egal. Es werden sowieso keine 100%, also. Ich brauche nicht jede Truhe, die ich hier irgendwo finde. Ich renn genau rein. Super. Super toll, Wolf. Zeig's mal wieder talentierten Fail-Skill. Ja, von da komme ich. Da ist auch eine Truhe. Ich muss Ausschau halten, irgendwie nach Wänden oder sonst irgendwas. Irgendein Edelstein. Moment, welche Farben haben wir? Rot, Blau, Gelb, das heißt, ein Smaragd würde fehlen. So was Grünes. Ein Smaragd, ja, das wäre realistisch. Weil Opal, ich würde ja sagen Rubin, aber ein Opal ist auch rot, wie es aussieht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die da ein Opal und ein Rubin reinpacken. Das wird nämlich keinen Sinn ergeben. Deswegen haben wir ein Opal, ein Saphir, ein Topaz. Früher habe ich immer Topaz gesagt, weil ich nicht wusste, wie man Topaz ausspricht. Naja. Ja, da hält man die drei und... gesagt, realistisch wäre ein Smaragd. Gib mir meine Söhne zurück. Meine Söhne. Aha. Ach, ich bin doch so dumm. Das heißt, ich muss hier wieder herkommen, wenn die Söhne da war. Okay, zwei Seelen, aber irgendwie habe ich die Körper dazu noch nicht gefunden. Vorausgesetzt, es gibt noch Körper, die ich finden muss. Eck. Du musst mich immer wieder aus der Luft fischen. Die Spinne kann gleich weggehen. War hier irgendwo was? Hier war doch der Raum voll mit nichts. Da ist was Grünes am Boden. Das ist doch... Ich weiß, ich kann über Knochen drüber springen. Mit Skill. Sehe ich so aus, als ob ich ins Spiel Skill hätte? Nein, wohl fast nicht. Wow! Du stellst dich genau vorm Eingang. Böse Spinne. Eigentlich bin ich hier jetzt total den falschen Weg abgegangen. Weil es wäre realistisch, wenn dieser Edelstein auf der rechten Seite wäre. So, mit L kann ich die Dinge auch ansprechen. Wusste ich gar nicht. Ist hier noch irgendwo was? Hier oben? Nö. Muss ich wahrscheinlich da rechts nochmal lang, weil ich irgendeinen Weg vergessen habe. Oder ich habe meine Augen nicht anständig aufgerissen, was auch irgendwie realistisch ist, weil langsam werde ich müde. Was auch irgendwie nicht verwunderlich ist, wenn wir fast 6:30 Uhr morgens haben. Aber ich muss es tun. Ja, eigentlich muss ich gar nichts, aber ich will es tun. Wie mit deinem Knochen. Explodier. Okay, da drin war der... Da ist nix. Da scheint auch nix. Da hinten ist ein Fenster offen. Alle anderen sind zu. Das sieht verdächtig aus, das merke ich mir mal.
Das offene Fenster da hinten. Vielleicht hat das was zu bedeuten. Warum ändert sich hier eigentlich die Musik? Was soll das? Dick Wanst. Ist hier noch irgendwo was oder habe ich was vergessen? Oder habe ich was vergessen? Ja, was für ein Sinn. Nein, ausgewichen. So, weg da. Ich weiß nicht, war hier vorhin schon mal. Es ist jetzt mehr so eine. Da war ich hier schon mal. Hier sind doch zwei Dicke. Nee, hier war ich nicht. Glaube ich nicht. Oder ich erinnere mich gerade nicht dran. Da war ich da. Ich Depp. Kannst du mich nochmal rüberschmeißen? Nee, natürlich nicht. Und da unterhalb ist natürlich nichts. Das war ein Versehen. Egal, haben wir uns zumindest ein bisschen umgeguckt, waren auf Edelsteinsuche. Im nächsten Part, den werde ich schon noch finden, den Edelstein. Und wenn ich nochmal hier durchs Schloss rennen muss, das gesamte. Ist mir dann egal, wie lange das Projekt dauert, aber hey, ich habe keinen Stress, ich habe hier nur ein paar Spinnen. Ahahaha, du nicht. Böser Typ. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, mir fehlt ein Smaragd. Weil grün. Und grün ist nun mal die einzige Farbe, die mir jetzt auf die Schnelle noch einfällt. Ich meine, ich würde sagen Amethyst, weil lila, aber ob das so viel Sinn ergeben würde, ich glaube nicht. Da war auch ein Fenster offen. So. Weg mit euch. Ich glaube, ich hätte warten sollen, bis sie explodiert sind. Dann hätte ich die Erfahrungspunkte bekommen. Naja, egal. War ich auch schon, oder? Gucken wir uns hier nochmal schnell um. Stimmt, das hier fehlt ja. Ich muss das hier irgendwie in Bewegung setzen. Wenn ich darauf gehe, ich kann jedenfalls nicht angreifen. So, das sah... Ja, das sah gerade irgendwie so aus, als ob ich da nicht raufgehen könnte, sondern mich irgendwie festhalten muss. Aber nun gut. Die Partzeit ist jetzt sowieso erreicht. Deswegen werde ich rauslatschen und nochmal speichern. Wir haben ein paar Edelsteine eingesackelt. Das ist doch schon mal was, nicht wahr? Moment, da muss ich rein, oder? Nee, natürlich nicht. Warum gehe ich immer in den Hafen? Stehe ich so auf Schiffe oder was? In meiner Badewanne mit meiner kleinen Titanic gespielt. Oh, Titanic sind. Platsch. Egal. Dann würde ich sagen, das war Terranigma. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.